So, willkommen zurück beim Säen. Ich bin jetzt hier in der Winn. Das ist ein 2,6 Hektar Schlag. Ich will jetzt hier noch den letzten Weizen. Und hier, sage ich immer, ist die Königsdisziplin für das Lenksystem. Wir haben hier an der Stelle, wo wir jetzt gerade sind, 25 Grad Hangneigung auf dem Sandboden. Man kann auch eindrucksvoll sehen, wie schief der Schlepper läuft, vor allem auf den Drohnenaufnahmen, die ich eben gemacht habe. Und der steuert hier ganz schön gegen, wie man sehen kann. Und da sind auch schon die beiden letzten Bahnen hier. Aber er fährt wirklich sehr, sehr schön Anschluss. Also das gefällt mir richtig gut. Bin ich total begeistert. Und das muss erstmal hinbekommen werden, dass man das so präzise von der Hand lenkt. Es ist eigentlich so, dass wir das Feld hier normal von oben nach unten sehen. Das ist nämlich so, wenn man hier die Feldform sich anschaut, ich zoome mal raus, so, hier macht so ein Buckel. Wenn wir von unten nach oben sehen würden, hätten wir oben die Keile und das ist Kacke, weil das oben steil ist und unten flach. Und von oben nach unten sehen ist halt immer blöd. So, und mit dem Lenksystem habe ich jetzt sogar so gemacht, dass ich hier auch mich getraut habe, die Fahrgassen zuerst zu säen und habe dann von unten nach oben gesät und das ist wirklich einwandfrei gegangen und hat mich total gefreut. Es ist eine richtige Erfüllung hier zu fahren, weil ich sag mal, das ist nicht ganz einfach, auch von der Hand zu lenken und so gut Anschluss, wie er hier fährt, kriege ich das von Hand auf keinen Fall hin. Und das ist hier auch, der Acker macht ja eine komplette Kurve. Und auch das muss man erstmal hinbekommen. Also die Kurve hier meistert er auch ganz gut. Ich denke, es gibt vielleicht die ein oder andere Fehlstelle. Aber das kann man absolut verzeihen, wenn man bedenkt, wie konstant er hier fährt. So, und ich habe mir hier HMC2 Vorgewendemanagement eingerichtet, wie ich schon mal erwähnt habe. Wenn ich am Ende bin, ich schalte gerade mal, ja, ich habe nämlich eben neu angefangen. So, dann drücke ich einfach hier unten den Auslöser. Erstmal zwei Gänge langsamer. So, dann drücke ich den Auslöser und dann hebt er hinten hoch und senkt die Drehzahl ab. Wenden tue ich hier manuell, weil das einfach praxistauglicher ist auf dem Schlag. So, und jetzt kommt auch schon die letzte Bahn hier. Also, über uns also eine Fahrgasse. Kann man hier auf dem Display auch schön erkennen. So, Fahrgasse hier links und hier war die andere Fahrgasse. Und hier fahre ich jetzt an die Spur ran, dass es passt. Senke die Drillmaschine ab und dann schalte ich mit dem Vorgewendemanagement-Knopf Lenksystem ein und die Geschwindigkeit, die Motordrehzahl erhöht sich und dann kann ich hier auch schon ein bisschen hochschalten und hier können wir jetzt sehen, wie er gegensteuert, um hier auf Spur zu kommen. Das finde ich beeindruckend, das ist richtig top. Die Sämaschine kann man hier im Isobus sehen. Hier sieht man die Ausfahrtstärke, 150 Kilogramm. Hier unten blinkt die Fahrgasse, weil ich die auch auf Pausieren gedrückt habe. Ich habe ja alle Fahrgassen vorher gesät, also brauche ich die Fahrgassenschaltung nicht. Und hier kann ich, wechsle ich dann immer zwischen Akkuguide und Sämaschine, wobei ich eigentlich ja während der Fahrt hier nichts verstellen muss, sondern das Ganze nur so beobachte. Und mir macht es einfach Spaß, mit der Technik zu arbeiten und vor allem, wenn es so wie hier am Hang funktioniert, weil es hier auch eben schon rutschig ist. Der Traktor rutscht ein bisschen weg, er muss das gegensteuern. Dann den Versatz hat man natürlich drin von der Sämaschine. Die läuft hier vorneweg einen halben Meter unterm Vorderrad. Und das finde ich schon auch erstaunlich, dass man technisch mittlerweile dazu in der Lage ist, den Traktor hier bei selber lenken zu lassen. Und die Sämaschine an sich, die läuft ja auch bisher tadellos. Ja, und so kann ich mir das hier gerne gefallen lassen. Hier ist jetzt die letzte Spur, dann drille ich noch einen Schlagweizen
Und dann war es das mit der Weizenaussaat für dieses Jahr. Dann geht es weiter mit Dinkel und Tritikale, wobei Dinkel nur 4 Hektar sind. Und die Tritikale, die kommt dann zuletzt, beziehungsweise nach dem Hoffest noch die Parkplatzflächen, kommt dann ganz Pflanzensilage rein. Dann hier sieht man wieder, wie stark er hier gegenlenkt. Spurabweichung, pendelt mal. Ist natürlich klar, wenn der Traktor rutscht, aber hinten im Spiegel, ich weiß nicht, ob man das in der GoPro erkennt, sieht man, dass er hinten echt einwandfrei Anschluss fährt. Gut, ja, das war ein kleiner Einblick von diesem Feld. Ich habe hier auch noch ein paar coole Drohnenaufnahmen gemacht. Das geht ja super, einwandfrei. Während der Fahrt habe ich hier im Gummi Fernbedienung hingeklemmt und auf Verfolgen gestellt, beziehungsweise bin dann teilweise hier in der Reihe selber geflogen, weil mittlerweile kann man dem System hier, ja, wenn man sich daran gewöhnt hat, kann man einfach vertrauen und das von selbst fahren lassen. Und so kann man auch parallel mit der Drohne fliegen. So, ich habe ja einmal schon angekündigt, dass wir zusammen die Maschine mal noch abdrehen, und das machen wir jetzt zusammen. Und dazu gehen wir im Bildschirm auf unser ISOBUS-Menü. Ich habe eben auf dem Schlag hier schon eine Bahn gedrillt, die Maschine ist eigentlich schon abgedreht, aber zur Sicherheit machen wir das nochmal, gehen eine Seite zurück und dann gibt es hier die Punkte Arbeiten, Befüllen, Kalibrieren und Entleeren, und wir wollen kalibrieren. So, jetzt fragt er uns, ob die Kalibrierklappe offen ist und vorgedreht ist. Ist noch nicht offen, das machen wir aber gleich. Vorgedreht ist er. Wir drücken auf Weiter. Hier kann man direkt einen Kalibrierfaktor eingeben, falls man den noch weiß, wenn man die Fruchtart vielleicht schon mal gesät hat. Und dann gehen wir noch eins weiter und wählen hier unsere vorgesehene Geschwindigkeit aus. Die Menge, also 190 Kilogramm pro Hektar, und die Kalibrierfläche sind 1/40 Hektar. Drücken noch mal weiter und dann können wir schon loslegen. So, dann steigen wir aus. Es ist immer so schade, dass das Display auf der GoPro so spiegelt. Man kann das in Live, kann man das besser sehen. Da spiegelt das nicht so, wie das auf dem Bildschirm aussieht. Wir öffnen hier also die Klappe, sind dann hier am Einstellpult, sage ich mal. Dann zieht man hier unten die Wanne ein bisschen raus, dreht die. Hier fällt die Abdrehprobe rein, also die schiebt man hier rein, denn der Saatgutfluss wird gleich von Sährohr hier nach Abdrehwanne hier umgeleitet, und zwar nehme ich hier die Abdrehklappe nach unten, man muss einmal hier ein bisschen rüberziehen und dann zurückrasten lassen. Jetzt steht die Maschine auf Abdrehen, so, dann ist unsere Menge am Display eingestellt. Hier sieht man, wir haben jetzt Dinkel, den wir sehen, Bodenklappe steht auf Stellung 2. Und die Schieber müssen ganz offen sein. Das sind diese hier, ganz nach oben gezogen, ist auch der Fall. So, dann klappen wir die Leiter noch runter. So, an der Leiter befindet sich dann der Bügel, um den Eimer hinzuhängen. Der Eimer ist hier links drin. So, jetzt habe ich hier nur eine Hand frei. Nehme ich das mal schnell zwischen die Beine. So, der Eimer, den kann man hier so rausdrücken. Nee, falsche Richtung, sorry, die andere Richtung. So, Eimer und den Bügel machen wir an den Eimer. So, das ist unser Abdreheimer, den parken wir hier kurz zwischen. Hier ist ein kleiner Koffer mit der Waage. Die Waage holen wir hier raus, hängen die Waage an den Bügel und den Eimer an die Waage. So, und dann gehen wir einmal noch den Deckel öffnen, weil wir da gleich dran müssen.
So, hier randvoll mit Dinkel. Beim Dinkel passen nur 400 Kilo rein, bei Weizen 650. Und da ist der Schlepper dann auch schon gut entlastet an der Vorderachse. Beim Dinkel, das ist einwandfrei. Da ist eher das Problem, dass der Eimer fast zu klein ist. So, und alles, was wir jetzt noch machen müssen, ist den Abdrehknopf so lange drücken, bis die Probe aufhört. Die Maschine hier ist zwar eine Super, die Super ist ja die Maschine mit der größeren Ausstattung, allerdings ist hier das Twin-Terminal nicht verbaut. Also es gibt ja noch so ein extra Mini-Bildschirm, wo ich jetzt nach dem Abdrehen einfach die Menge eintippen könnte. Wir drücken hier nur den Knopf und tippen dann die abgedrehte Menge auf dem Bildschirm im Schlepper ein, was in meinen Augen aber auch kein riesiger Mehraufwand ist. So, jetzt hat die Probe aufgehört. Dann können wir hier unsere Wanne rausziehen und leeren die abgedrehte Menge hier schön langsam und vorsichtig rein. So, das ist natürlich Vorführeffekt. Ich habe vergessen, die Waage anzuschalten. Das ist natürlich blöd jetzt. Wir nullen die Waage mal und dann ziehen wir nachher einfach das Gewicht vom Eimer ab. Also 0 sind wir jetzt hier bei 3,4 Kilogramm. Tja, so ist das beim Vorführen eben. Und jetzt den Inhalt aus der zweiten Rutsche. Also es sollten, der Eimer wiegt glaube ich 1,1 Kilogramm und oben am Display steht gleich die Sollmenge, das müssten 4,7 Kilogramm sein. Das können wir jetzt schon mal abschätzen. Also wir haben hier nun 5,8887 Kilogramm, also 5,87. Dann leeren wir den Dinkel zurück in den Tank. Einhändig für mich. Hier in die Ecke ein bisschen rein. Hier in die Ecke rein. So, 5,87 waren das. Dann wiegen wir den Eimer einmal leer, weil ich zu doof war. Und der wiegt 1,1 Kilo. Also 4,76. Ist unser abgedrehter Wert. Wir gehen auf den Traktor. Gehen an den Bildschirm. Also 4,75 ist das Soll und 4,76 ist unser Abdrehwert. Dann bestätigen wir das Ganze. Sehen, wir haben hier 0,06% Abweichung. Das ist perfekt. Wenn die Abweichung jetzt zu groß wäre, würde ich hier auf die Mitte drücken und die Probe so lange nochmal durchführen, bis es passt. Wir bestätigen jetzt und sind schon fertig beim Abdrehen, gehen zurück in den Arbeitsbildschirm. So. Dann bauen wir hier wieder zusammen. Wanne Nummer 1. Bei alten Sämaschinen muss man natürlich noch darauf achten, dass wenn man abdreht, man die Fahrgassenschaltung nicht geschaltet hat. Ich glaube, diese hier macht das automatisch, also verhindert das automatisch, dass beim Abdrehen die Fahrgasse eingeschaltet ist. Wobei ich jetzt noch nicht drauf angelegt habe. Ich schaue einfach auf dem Bildschirm immer, dass ich vorm Abdrehen keine Fahrgasse eingeschaltet habe. Und dann passt das. So, der Eimer ist wieder zusammen, kommt hier rein. Die Waage kommt in das Kastel rein. Zack, zack, zack. Einfahren, so zurück auf Säen stellen. Das ist auch toll gemacht hier, wenn es auf Abdrehen steht, kriegt man den Deckel nicht zu. Also wird so verhindert, dass man nachher vergisst umzustellen und die ganzen Körner hier drauf fallen statt in die Rohre. Super gelöst in meinen Augen. Bedienerfreundlich. So, Deckel zu. Dann machen wir den oberen Deckel noch zu. Zack. So, und das war es auch schon mit dem Abdrehen. Hat es 8 Minuten gedauert.
ist eigentlich ganz fix in meinen Augen. Und dann können wir jetzt eigentlich direkt weitermachen. Nächstes Thema für Einstellung, die Saattiefe ist beim Dinkel etwas tiefer als beim Weizen. Weizen so 2-3 cm, Dinkel eher so 4-5 cm. Zunächst gucken wir mal, was unsere Kreiselecke macht. So, ziehen wir das hier mal ein bisschen eben. Und dann gucken wir mal. Ja, sind wir jetzt so bei knapp 8 cm. Da können wir theoretisch noch ein bisschen flacher gehen. Aber jetzt schauen wir uns das mal hinten an. So, hier die Walze verfestigt den gekreiselten Boden zurück. So, und dann haben wir hier das Scheibenschar. Das können wir ja mal ein bisschen freilegen mit einem Meter. So, so tief läuft das ungefähr. Und dahinter wird dann der Dinkel abgelegt. Und dann schauen wir hier mal, dass wir mal ein bisschen was freilegen. Dann gucken, wo unsere Dinkelkörner bleiben. So, hier sind sie. Das heißt, wir haben hier die Saatreihe. Also hier kann man den Dinkel erkennen. So, und um jetzt rauszufinden, wie tief das ist, müssen wir eigentlich weiter hinten gucken, wo gestriegelt wird. Wir wissen jetzt ja ungefähr die Tiefe. So, und dann legen wir hier nochmal was frei. Ah, stopp. Hier kommen wir der Sache näher. So, jetzt mal zum Vorsichtiger. So, hier. Hier haben wir ein Dinkelkorn, eine Fese. Fese nennt man das, wenn der Dinkel noch im Spelz ist. Letztes Jahr hatten wir Dinkel-Saatgut, das entspelzt war. Dieses Jahr ist es im Spelz. So, und jetzt, um rauszufinden, wie die Ablagetiefe ist, legen wir hier den Meter mal hin. So, und wir sind hier bei 6 cm. Okay, das ist ein bisschen zu viel. Das bedeutet, dass wir die Ablagetiefe gleich nochmal nachstellen werden. Wir können jetzt ja nochmal messen, die reine Tiefe am Bodenhorizont, also an der rückverfestigten Rille, die hätte gepasst. So, hier war das schöne Teil. Also hier kann man sehen, das sind 4 cm. Wir können ja nochmal eins weiter suchen. Eins weiter gehen. So, hier ist das nächste. Hier sieht man schön Korn an Korn. So, und hier, wenn wir die Flucht bilden zum Boden hier, ja, sind wir bei immer noch 5 cm. Ich stelle das ein klein bisschen zurück, obwohl hier ja noch ein bisschen Erde drüber kommt. So, das machen wir auch mit dem Multifunktionswerkzeug hier. Hier drauf und dann gehen wir mal so ein bisschen über 50%. Machen wir mal hier. Halt, ziehen das raus, das wird dann hier arretiert. Werkzeug zurück. So könnte das, denke ich, bleiben. Und ja, dann habt ihr mal gesehen, wie man hier die Ablagetiefe bestimmt oder einstellt. Und dann geht's direkt weiter. So, dann habe ich jetzt noch was aus der Kategorie Unboxing für euch. Und zwar hat uns schon vor längerem ein Paket aus dem wunderschönen China erreicht. Und zwar wurden wir kontaktiert von HaloView. Die machen hier solche Rückfahrkameras und die haben gefragt, ob wir nicht mal eine Kamera testen wollen. Und da ich noch nicht dazu gekommen bin, das vorzustellen, machen wir das jetzt. Wir bauen die Rückfahrkamera an die Sämaschine, entweder die Kataya oder unsere eigene. Mal schauen. Ist hier ein kabelloses Kamerasystem mit geteilten Bildschirmen bis zu 4 Kameras. Video kann man sogar aufzeichnen, läuft über 2,4 GHz. Und ja, ich bin mal gespannt. Wir machen das Paket einfach mal auf und schauen mal rein. Ja, der Versand, der war auf jeden Fall mal problemlos. Also wie gesagt, kommt aus China.
Mit Zoll oder so hatte ich jetzt keine Probleme. Und wir haben auf dem Mähdrescher ja auch eine Rückfahrkamera, die war relativ teuer und dieses System hier kostet 170 Euro zusammen und das ist so ungefähr die Hälfte von dem, was das System auf dem Mähdrescher gekostet hat, soweit ich meine. So, und dann schauen wir mal, hier haben wir Bedienungsanleitung, die Spezifikationen, ein Drittel Zoll CMOS-Sensor, was haben wir hier noch drauf? Ja, Kamera hat 750x500 Pixel, interessiert mich aber eigentlich alles nicht. Ich will die Hardware sehen. Also hier haben wir die Antennen für den Empfang am Monitor, die Antenne für die Kamera. Dann haben wir hier den Bildschirm direkt. Der kommt hier mit einem Kabel. Was genau, das wird das Stromkabel sein, aber ganz sicher bin ich mir noch nicht. Also auf den ersten Bild sieht der Bildschirm sehr schön aus. Was mir direkt auffällt, er ist relativ verspiegelt. Muss man mal schauen, wie die Helligkeit sich einstellen lässt oder ob es da die Folie hier, die drauf ist, ob die das so zum Spiegeln bringt. Aber die Tasten sind schön groß, das gefällt mir schon mal sehr gut. Ich würde sagen, wir schrauben hier direkt auch mal die Antennen dran. So. Also ist ein wahrscheinlich ein Diversity-Empfänger. Der wird immer das Signal von der Antenne, die stärkeren Empfang hat, empfangen. Das hatten wir an der alten Drohne ja auch. Und entsprechend kann man die dann verschieden ausrichten. Legen wir den Bildschirm mal hier auf die Seite. So, und dann haben wir hier auch schon direkt die Kamera, die auch Nachtsicht tauglich ist. Hier mit LED sieht aus wie so eine ganz normale Kamera. Gefällt mir auch schon mal gut. So, ist nur die Frage, wie wird die Kamera hier mit dem Sender gekoppelt? Hier muss ja ein Sender sein, das sehen wir dann gleich. Legen wir auch mal auf die Seite. Dann haben wir hier den Befestigungsfuß für die Kamera, für den Monitor mit Klebeplatte. Das hier ist das Stromkabel. So, ah ja, okay. Und dann gibt es hier noch weitere Kabel. Das war schlecht. Ja, und dann gibt es hier noch weitere Kabel, so wie das ausschaut. Gehört dieses Kabel dann für die Stromversorgung vom Monitor dahin. Hier muss auf jeden Fall was verlötet werden, beziehungsweise angeklemmt werden. Ist aber alles richtig beschriftet, die einzelnen Adern. Und dann haben wir hier noch ein paar Schrauben, Händelschrauben und ein Blendschutz für den Bildschirm ist auch dabei. So. Okay. Ach so, okay. Jetzt habe ich entdeckt, die Antenne, der Sender ist in der Kamera integriert. Die Antenne kommt hier hinten drauf. So. Und dann haben wir hier einfach nur Stromversorgung. Das bedeutet, dass wir zwar eine schnurlose eine Kamera haben, aber irgendwie Strom dahin bekommen müssen. Aber das ist nur Plus und Minus, das sollte kein Problem sein. Kann man notfalls auch mit einer Batterie machen oder mit einem Akku. Und das wären dann auch schon alle Teile. Also fühlt sich alles mal relativ gut an, also stabil. Vor allem hier die Kamera, muss ich sagen, echt. Ist auch sehr schwer. Gut, klar, da ist auch ein Sender integriert. Und der Bildschirm fühlt sich auch relativ wertig an. Hab jetzt so auf den ersten Blick nichts zu bemängeln und dann werde ich euch zeigen, wenn das System am Laufen ist. Und dann können wir das mal durchgehen, ob das denn alles so funktioniert, wie es soll. So, dann nochmal zur HaloView Rückfahrkamera, die wir geschickt bekommen haben. Und zwar habe ich die im Traktor hier an der Säule verbaut, an diesem verstellbaren Kugelkopf. Und benutze die Kamera in der Sämaschine, um den Füllstand zu überprüfen. Und zwar hat die Sämaschine zwar Füllstandssensoren, wie man hier sehen kann, ist sie fast leer, es blinkt rot. Aber beim Dinkel kommt es dazu, dass die Sensoren nicht ganz zuverlässig arbeiten, also zu früh waren. Dann ist es so, kann man ja nicht reinschauen, weil meistens in den Ecken
ein bisschen weniger Saatgut ist. Dann habe ich mir die Kamera im Tank so platziert, dass ich hier sehen kann, wie voll der Tank noch ist, beziehungsweise dass auch die Säwelle schön bedeckt ist. Und das funktioniert sehr gut bisher. Die Bildübertragung über die Antennen ist auch sehr gut. Die kann ich hier eigentlich auch zusammenklappen, das macht keinen Unterschied. Wir können ja mal kurz in den Bildschirm reingucken. Wenn man hier auf Select geht, kann man die verschiedenen Kanäle durchschalten, also vier Stück. Die sind jetzt natürlich nicht alle belegt. Hier hat man noch Rückfahrkamera-Funktion, also mit Parkeingrenzung. Wobei ich weiß nicht, wie toll das funktioniert. So, und dann hat man hier den geteilten Bildschirm. Falls man mehrere Kameras hat, kann man hier bis zu vier auf dem einen Bildschirm sehen. Im Menü kann man die Helligkeit einstellen. Also bei Bild kann man Helligkeit, Kontrast einstellen. Ein Mikrofon ist auch dran. Also wenn man das Mikrofon oder die Lautstärke erhöht hat, hört man auch, wenn hinterm Trecker jemand erzählt. Wenn der Trecker läuft, rauscht das. Dann kann man das Bild hier noch auf den Kopf stellen oder drehen. Spiegelverkehrt machen, je nachdem, wie man das braucht. Man kann hier das NTSC oder PAL-System einstellen, ob der Bildschirm seine Helligkeit automatisch regulieren soll, Datum. Und diese Parklinien kann man ein- und ausschalten und so weiter und so fort. Hier dann Autoscan, also dass er den Kanal automatisch sucht. Man kann Video aufzeichnen sogar. Also wenn man irgendwas aufzeichnen möchte, kann man das mit dem Bildschirm tun. Ich weiß es allerdings nicht, wo da ein Speicherstick reingesteckt wird oder so. Habe ich ehrlich gesagt noch nicht geschaut. Brauche ich sowieso nicht. Und hier mit Pairing kann man Kameras einlernen. Gut, das war es eigentlich auch schon. Das war relativ einfach. Klar, wenn die Maschine ganz voll ist, stelle ich das Teil hinten auf das Podest drauf und nutze es dann tatsächlich als Rückfahrkamera. Man kann ja schlecht hinter die Maschine gucken vom Trecker aus, wenn die ganz hochgehoben ist. Aber ab und zu steigt man ja auch mal ab, um mal in den Tank reinzugucken. Und dann setze ich irgendwann die Kamera einfach auf das Gitter drauf und wir können uns das von außen auch mal anschauen. Upsala. Da ist mein Handy runtergestürzt. So, läuft aber noch. Ja, also die Kamera habe ich hier ans Isobus von der Maschine angeklemmt. Also ich habe hier den Arbeitsscheinwerfer, den Stecker gezogen und habe mir hier die 12 Volt Verbindung abgenommen. Normal kann man auch eine Batterie an die Kamera dran machen. Und hier steht die, die hat solche Nachtsicht-Infrarot-LEDs noch dran und den Sender und eben das kurze Stromkabel und das war es auch schon. Also ich sag mal, für 170 Euro eine funklose Rückfahrkamera kann man nicht viel verkehrt machen mit dieser HelloView Kamera. Ich habe ehrlich gesagt von der Bildqualität keine Unterschiede festgestellt oder unsere Rückfahrkamera im Mähdrescher, die hat glaube ich 500 gekostet und die 500 Euro ist im Verhältnis zu viel. Also da bin ich, sag ich mal, davon überzeugt, dass mit dieser Kamera man nicht viel schlechter fährt. Die gibt es auch mit Kabel. Amazon-Link packe ich euch in die Beschreibung rein und sage nochmal Dankeschön an die chinesische Firma HelloView, dass sie uns diese Kamera zur Verfügung gestellt hat. Wird man sehen, wo man sie noch so einsetzen kann, aber wie gesagt, für den kleinen Preis kann ich schon sagen, top. Wie man sehen kann, habe ich nicht die Kataya hinten hängen, sondern die alte D7. Und das hat einen speziellen Grund. Und zwar mache ich schon wieder Experimente. Das machen wir hier erstmal Vorgewende ausheben. Vorgewendemanagement eingestellt. Zieht den unten hoch. So, und zwar möchte ich gerne vergleichen, wie unterschiedlich der Feldaufgang ist zwischen der alten D7 hier und der Kataya mit Doppelscheibenschar, was ja schon ein drastischer Unterschied ist. Und deshalb gehe ich jetzt hin, jetzt spiegelt es natürlich wieder, und sehe jetzt immer zwei Bahnen mit der D7 und dann fahre ich wieder umhängen und werde zwei Bahnen mit der Kataya sehen. Und dass das kein Kuddelmuddel gibt, kann man hier im Bildschirm schön sehen. Ich kann mir hier vom System anzeigen lassen, wo die Fahrgassen sind. Also hier einmal rechts diese blaue Linie und dann die Linie, wo ich jetzt stehe. Das ist eine Fahrgasse. Dann gebe ich ein, immer vier überspringen. Macht man hier bei der Seite 6 Fahrspuren. Und in Klammer 4, das heißt, werden vier Spuren übersprungen. Und
Ja. Dann komme ich auch nicht durcheinander. Eins, zwei und jetzt ist die Fahrgasse drin. So, Lenksystem ist schon aktiviert und dann fahren wir hier. Ist natürlich ein Unterschied. Hier fahre ich, man sieht es hier besser, 7 km/h mit der D7. Mit der Kataya fahre ich 9 oder 10 km/h. Könnte man sogar schneller fahren. So, und jetzt drille ich hier immer 2 Bahnen. Dann haben wir immer 6 Meter Streifen. Ich denke, das kann man dann hoffentlich ganz gut unterscheiden. Und was man halt auf jeden Fall direkt sieht, ist eben, dass die D7 durch die Schleppschare und den einfachen Striegel hinten sich alle den Namen Schleppschare alle Ehre macht. Also die Maisstoppeln, die stauen sich gut vor den Scharen auf. Und ich vermute, dass zum Beispiel letztes Jahr das Ganze den Feldaufgang auch ein bisschen negativ beeinflusst hat. Und ja, deshalb teste ich das mal. Ich meine, ist natürlich nach wie vor klar, bevor ich mir die Sämaschine leisten kann, die 40.000, 50.000 Euro kostet, da kann ich mit dieser alten Maschine noch ein paar Jahre drillen, beziehungsweise dann ist es günstiger, wenn ich einfach eine dickere Saatstärke wähle. Aber ja, man sagt ja so, dass man mit Scheibenscharen 20% weniger Haussaatstärke wählen kann. Und was ich hier jetzt einfach mache, ich sähe hier die identische Haussaatstärke und dann werden wir hoffentlich in ein paar Wochen sehen können, wie unterschiedlich sich das verhält. Und ich bin da mal gespannt und ich denke, dass schon ein Unterschied erkennbar sein wird. Jetzt kommen wir wieder zum Feldrand. Ich habe mir hier einfach eingestellt, dass er hochhebt und die Drehzahl reduziert. Einsetzen nicht, das mache ich lieber selber. So, heben wir mal wieder hoch. So, dann nicht vergessen, Fahrgasse wieder raus. Zack, und gleich mal eine weiterschalten. Sicher ist sicher. Hier die nächste Spur, drücke ich hier wieder, geht das Lenksystem rein, die Drehzahl erhöht sich und absenken will ich gerne selber. Jetzt Zapfeln, Automatik sowieso und dann fahren wir hier wieder eine Spur lang. Ist jetzt natürlich schon ein Unterschied, nachdem ich mit der Kataya gesät habe, dass man hier nur 7 km/h fährt. Ich meine, ich könnte hier auch schneller fahren, aber ich mache das jetzt mal bewusst nicht, dass das Schleppschar möglichst ruhig läuft, wenn man hier zu schnell fährt. Ich meine, der Boden ist hier eigentlich schön, ich sag mal jetzt pulverig. Wenn man hier schneller fährt, könnte es natürlich passieren, dass die Schleppschare nicht mehr so tief reingehen, weil der Schardruck hier natürlich auch überhaupt nicht zu vergleichen ist mit dem, was bei der Kataya möglich ist. Wobei bei den leichten Böden hier der Schardruck jetzt keine große Rolle spielt bei uns. Jetzt kann man eben hier sehen, dass ich hier, Moment, ich mach mal ein bisschen Schatten. So. Jetzt kann man sehen, dass jetzt diese und die nächste Spur keine Fahrgasse sind und mit der Kataya muss ich dann wieder eine sehen. Und ja, ohne Lenksystem wäre das jetzt hier schlecht möglich, beziehungsweise nur eingeschränkt. Oder man müsste das Ganze irgendwie anders machen. Und so kann ich das eben machen, ohne dass quasi mein Fahrgassenrhythmus mir verloren geht, kann ich hier mir hier so ein kleines Experiment anlegen. Das sind hier so noch 1,2 Hektar von dem Stück, die quasi da als Versuchsfläche bereitsteht. Und das Ganze hier schauen wir uns dann, ich würde sagen, so in 3 Wochen an, wenn das alles schön aufgelaufen ist und man dann auch was sehen kann. Und deshalb würde ich mich jetzt schon mal verabschieden und sagen bis zum nächsten Mal bei diesem Versuch hier.